Hi Leute, hier ist Line Gemeins und ich begrüße euch herzlich zu einem nächsten Teil von Let's Play Alarms Cobra 11 Splitscreen. Diesmal spiele ich wieder mit meinem Freund, Kollegen Splitscreen bei dem neuen Alarms Cobra 11, nämlich Alarms Cobra 11 Undercover. Und ja, das ist wieder ein alter Bekannter, der soll ich einfach mal kurz vorstellen. Hallo Freunde, heute weiß ich, wo ich reinreden muss. Ich begrüße euch auch recht herzlich zu Alarm für Cobra 11 Splitstream Play Together mit Lion Gamer 1, eurem Star in diesem Kanal, und mit mir, Horst Flimmer, wie ich war Bescheid, und wir starten jetzt ganz flux hier in die neue Karriere. Nein, keine neue Karriere, was willst du mit neuen Karriere? Ah, nee. Splitscreen, ja. Ja, und auf einmal, jetzt hat jeder von uns ein Headset auf und ich hoffe, ihr hört mich, Freunde. Ich weiß nicht, ob der Tonqualität hier so gut ist. Ich glaube, scheiße. Sollte aber ganz gut. Wir fangen jetzt an, jetzt hören sich auf zu präpeln. Das interessiert ja, cool, keine okay. Sau. Bildaufteilung horizontal, wir werden horizontal. So war immer, ne? Lass mal Waffen anmachen. Ja. Aber warte mal, ich muss noch mal kurz in die Einstellung den Joystick checken, dass ich alles richtig belegt habe. Und das, weil ich bin ja noch nie damit gefahren. Und dann, ja, hören wir uns gleich wieder. Bis dahin. Okay, ich habe die Einstellung gecheckt, sollte eigentlich passen. Und ja, ich würde sagen, Verkehr normal, Fahrzeugchen an, los geht's. Rennstrecke, lass mal erstmal eine Offroad-Strecke nehmen. Da gibt's nämlich so eine mit so einem coolen Sprung. Eine Offroad-Strecke? Ja, weil guck, da gibt's so einen Sprung durch das so ein... Das ist cool. Ich glaube, es ist durch so ein Rohr. Ja. Runde über Hügel, in Felder lang. Nee, schon mit Sprung, ne? Okay, dann machen wir mal Offroad-Strecke. Also ich denke mal, das ist die. Machen wir mal zwei Runden. Ich habe Schein. Nehmen wir mit Sprung. Ja. So, Starttaste drücken, startet bei dir das End. Okay, ich bin... Hat ich das jetzt in der Kamera? Lass uns doch mal auf Offroader nehmen, oder? Das ist toll. Ja, ne? Was ist super? Sport? Guck mal, jetzt seht ihr schon alle Autos, die wir dann auch später noch haben können, weil die haben wir ja bis jetzt noch gar nicht. Die der Cerbero... Was? Cerbero Polizei. Scorpio Polizei. Boah, was für Autos hier noch alles frei. Tiger Polizei, dass ihr da noch alles freischalten könnt. Aber wie ich eigentlich? Ich bin rechts. Oh, das ist der SLS. Wie sieht der aus? Ich bin rechts, ne? Boah, hier, Cerbero Polizei, Scorpio, die sind alles geil. Das sind die Supersportwagen, dann gibt es natürlich noch die Sportwagen, kriegen wir eigentlich noch einen neuen. Die Hornet Cop kriegen wir da noch. Ja. Pickup 2 Teil A. Nee. Ach, Freunde, das ist doch hässlich, die Karre hier. Ne? Oh, guck mal, ein grüner Polizeiwagen. Ja. Nee. Nehmen wir Polizei. Also nehmen wir Polizei? Nee, dann nee. Das wird, das nein, nehmen wir von der gleichen Klasse, deswegen, damit halt... Ja. Jetzt such dir mal was aus. Nehmen wir nehme den. Ja. So, lass uns lieber so einen auf der Rennstrecke, das ist Offroad. Na gut, okay, nehmen wir den. Dann nehme ich den... Hast du das den Cerbero? Ich nehme den... Rakete. Ich nehme den wen... Eine Maus. Okay, und das lädt. Aber ich würde sagen, wir machen dann nochmal so auf der Rennstrecke, dann nehmen wir auch nochmal so einen Supersport. Dann nehmen wir mal einen Rennwagen, oder? Vielleicht gibt's da ja auch mal neue. Ich weiß nicht. Ja. Keine Ahnung, wir gucken einfach mal, ne? Ja. Vielleicht können wir auch irgendwann nochmal ein zweites Splitscreen machen. Und gucken, wie viel Rennen wir fahren. Ich denke mal zwei oder drei. Ja. Ja, gell? Ja. Ja, auf mich nachzuelfen, da ich. So, ich bin oben, du bist unten. Ja, ich ziehe jetzt hier ab. Warum so. Da nicht? So. Hey, warum geht das nicht? Wo benutzt erstmal schön. Jetzt? Ey, wo bin ich hoffe, denn? Du, ich benutze ich kann erstmal nicht den. Lenken. Ich so, natürlich, wenn du jetzt nicht auf dem. Ich kann nicht lenken. Hallo. Mit WASD. Ja. So mit WASD. Scheiße, ich hab mich aufgefallen. Und direkt über die Nagelwände, ja wunderbar, aber die nützen irgendwie nicht viel. Ist ja los. Boah, guckt euch mal das Blaulicht an von dem Wagen, sieht echt mal geil aus. Du kannst übrigens mit Q aktivieren, aber ich würde dann sagen, du machst dann am besten noch das zweite Blaulicht. Also ohne Sound. So. Ja, hä, warum? Seit wann ist das WASD? Ja, ich habe das auf WASD bei mir umgelegt, weil ich so besser fahren kann, weil ich sonst eigentlich immer WASD spiele. Du kannst generell nicht fahren, jetzt hör mal auf, so angeberisch hier zu sein, ja? Ja, natürlich kann ich fahren. Zeit ganz halt immer ein bisschen chaotisch, aber in der Alarms Cobra 11 muss man ja auch nicht ordentlich fahren. Natürlich. Warum ruckelt der Scheiße hier so? Keine Ahnung. Das war ein 360. Wenn du nicht ein Fleck bist, ne? Ja, du weißt ja schon, dass du die Waffen hast, das jetzt... Oh! Du kennst dich mit den Waffen aus, oder wie ist das? Nee. Das da einmal, also das rechts, was du jetzt hast, ist Schutzschild, dann geh mal eins links rüber, das kannst du mit den Punkttasten und der Kommataste machen. Du tipperst mir hier immer rum, ich kann überhaupt nicht sehen. Ja, guck mal, das könnte dir auch was bringen, die Waffen, dass du dann zum Beispiel Enterhaken nutzt, dann kannst du dich von mir ziehen lassen oder sowas. Dann, also dann wirst du kurz einen Geschwindigkeitsschub bei Lüschen. So, da ist die Schanze, gib mal ordentlich Gas. Und let's get ready to jump und jetzt durch die Röhre, wahrscheinlich fliege ich dann eben vorbei. Oh, war knapp. Und dann, ja, gelandet und jetzt kommt hier der... Wow, wunderschön sieht unser Auto jetzt noch aus. Gucken, wo bist du eigentlich?
mal noch. Ja, ich komme nicht da durch. So, ich habe gleich die erste Runde. Super, das freut mich. Ja? Ja, mein Blaulicht ist gefällt. Nitro nachgefüllt, ja wunderbar. Ich komme jetzt schon. Ja. Oh. Wo ist denn Nitro? Auf der Shift. Nein, nee, auf der Pfeiltaste nach oben. Deswegen ja, auch das super! Das sagst du mir jetzt, du musst ja auch zielen. Hast du kein Zielwasser getrunken? Ja, dann wird's ja auch nichts. Das war ja klar. So, ich lege hier einfach mal einen Nagel bei meinem Kopf. Das ist doch jetzt schon scheiße hier, aber eine Scheiße. Guck mal jetzt hier, Double 360. Double 360? Ja, ich hab so einen Double Zerstörer, Tree 5, irgendwas. Das war am Arsch. Das haben sie ja immer noch nicht verbessert, dann ist ja auch noch. Ja. Och nee, ich muss dann wieder durch das Rohr hier. Ich muss einlochen, versteht ihr? Ach nee, schon wieder. Ich immer vorbei. Ja, irgendwie schon, gell? Es geht immer vorbei. Ich habe Bescheid. Hallo, Zielwasser trinken, also, gell? Ne? Ich bin so Zielwasser, ja. Ich muss mit meinem, Fahrzeug hier. Jetzt loch doch dein Fahrzeug mal da rein. Ab in die Röhre. Oh, da war meine Reifen. Hab da dann jetzt die Freunde. Ja, wo komm ich jetzt hier? Wo bist du? Ne, auf die Rennstrecke fahren wir später nochmal, aber jetzt wollen wir eigentlich... Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Auf der Rennstrecke. Ich muss eindeutig zu sagen. Also, das ist eine derart fischerliche Rennstrecke. Ach, ne! Also, ich bin ja gut durchgekommen. Ich komme gleich zu dir. Jetzt liegst du im Rohr drin. Ach, scheiße, ich guck gerade irgendwie nicht, was ich mache. Ich guck gerade, was du da für eine Scheiße baust. Ich komme ja nicht hoch. Ach, jetzt habe ich sogar überholt. Ja, ich muss jetzt wieder anfangen. Erstmal schön Nagelbänder benutzt, gell? Wenn es die schon gibt, wieso nicht? Und jetzt guck mal schön, wie ich hier zielen kann. Und dann guck mal, wie ordentlich ich hier aufkomme und einfach... Das war doch mal ein eleganter Sprung. Schreibt's in die Kommentare. Ne? Die Kommentare schreiben. So, und Platz 1. Und was stehst du denn noch da rum? Guck mal hier, du kannst auch Waffen benutzen, gell? Reparier doch mal dein Auto. Damit es wieder ein bisschen schöner aussieht. Das nützt eh nichts, weil es eh gleich wieder... Was machst du denn? Also Freunde, das Spiel ist doch nicht so scheiße, nicht wahr? Das ist gar nicht. Doch, also dieser Sprung hier mit dem Einloch, das geht überhaupt nicht. Meine Hasenpower fehlt, die Karre ruckelt wie sonst was. Ich kann... Oh, habt ihr das gesehen? Ich bin einwandfrei. Und ich drückte die steilische Motorhaube davon an, wie sich bewegt. Und du bist immer noch in Runde... Ach ne, ich dachte, du hättest noch eine Runde fahren müssen. Oh. Und geschafft, ja Horst, du bist sicher am Ziel angekommen. Und jetzt mal gucken. Wollen wir in den Alpen fahren? Sicher! Hallo, guck mal, hier gibt's... Nee! Gibt's nämlich neue, gibt ja die ganzen Regionen, was man leider im Moment irgendwie nicht Streife fahren kann. Autobahn, Rennstrecke machen wir erstmal nicht. Alpen, Autobahn, Rennstrecke. Rennstrecke, was können wir da? Da kann man dann Etappen, da kann man auch so... Ja. Innenfeld, da haben wir gibt's schon ganz viel, kurz und knackig. Lass uns doch mal in den Alpen fahren. Gucken, ob's da ist. Gehen wir mal jetzt einfach mit deinem blöden Geschrubbel da. Das interessiert keine Sau, was du da erzählst. Nehmen wir diesmal nur Polizei. Ja. Aber ich will ja kein besseres Auto als du nehmen. Ja. Nehme ich halt nur ein... Nehme ich halt immer ein anderes Auto. Damit wir mal unterscheiden können. Supersportwagen, die gibt's auch nochmal so. So. Ja. Das ist schnell rein. Ich nehme mal den. Ich weiß nicht, ob... Ja, guck mal. Nein, ich bin immer noch besser dann. Freunde, schreibt den mal in die Kommentare. Der präbelt immer und wählt nie aus. Der wird nie fertig mit seinem Auswählerei. Das ist stinkt langweilig, was er jetzt erzählt. So, ich nehme jetzt einfach den Ben Coupé. Ein ganz klassischer Wagen, gell? Drück jetzt endlich bereit! Und so, nerv, geht los. Ja grauenhaft. So, das ist jetzt nicht so... Ich guck mal, wahrscheinlich... Ich glaube, es ist ausdrückend ins Grüne, was du gewählt hast, gell? Bitte? Ich bin mal gespannt, ob es jetzt so kurvig wird in den Alpen oder wie das da ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe nur die Senioren, das wählt. Ja. Du weißt jetzt, wer ist der und die Waffen sind hier. Da kannst du eine Waffe nach die eine Richtung, da die andere. Und schießen machst du mit Leertaste. Leertaste? Ja. Und dann gibt's einmal die große, lange Balken hier. Ja. Und dann gibt's einmal diesen Enterhaken, damit kannst du dich, der wird dann ins Gegnerfahrzeug. Also in Mainz dann. Halt, warte mal. Telefon klingelt. Ich muss noch kurz ans Telefon. Wie jetzt? Ja, oder dein Telefon klingelt. Wieso klingelt jetzt mein Telefon hier? Ach du Scheiße, Alter. Wenn nicht mein Telefon, ist ja sein Telefon. Ach du Scheiße. Wer will denn jetzt was von mir? Ja, hallo. Das ist natürlich extrem. So, okay, du hast jetzt dein Telefonat-Ding da erledigt. Du bist diesmal oben? Ach so, okay, ich bin jetzt unten. Drücke bitte mal C. Wieso C? Weil ich glaube, dann wird man... Ja, dann ist die Kamera noch weiter hinter. Ja. So, ich muss mal die Waffe nehmen, damit ich jetzt auch mal schön hier mit EMP erstmal hier verlangsame, gell? Scheiße.
so doof. Falsches Media. Und jetzt werden wir jetzt nochmal einen Nagelbänder dahin. Aber die nützen irgendwie gerade nicht so viel, wie wenn du sie, wie wenn man sie jetzt im normalen Spiel einsetzt. Mal gucken, Ölwerfer, ob das was bringt. Also weiß jetzt, dass du die Waffen nur benutzen kannst, gell, wie EMP, um nicht... Och, Freunde! Ah, egal, ich bin natürlich auch sehr zufrieden, wenn du sie nicht benutzt, weil dann, ja... Ich weiß, ja, ja. Was muss... Oh nee, heute bin ich nicht im Spiel, Alter, ja. Gar nicht. Ich warte doch. Den Ölwerfer hast du gerade... Nee, du hast EMP. Ich hab den Ölwerfer. So, jetzt hast du deine Scheiße, ja. Und du... Depp! So, tschüss. Ey, ins Wasser, ich glaube, es hackt echt. 60, ihr könnt mich alle gerade mal. Oh! Ach, blöder Arsch. Das war so ein guter Trick, das war so klar, dass ich jetzt hier. Nein, du drückst es nicht eher, Mensch, ich habe auch nicht eher gedrückt, als du mich da reingeworfen hast. Ja, aber ich bin vorher auch gut gefahren und dann drängelst du mich ab. Du wärst doch ins Wasser gefahren. So, ich nehme jetzt hier mal die Abkürzung. Ey, die geht nicht, schade. Du, geh weg, du. Du hast sowieso Heimvorteil, du kennst das Spiel schon. Ich kenne überhaupt nicht dir. Ich habe das Spiel aber auf meiner scheiß alten Kiste leider. Naja, so alt ist deine Kiste jetzt auch noch nicht. So. Außerdem kenne ich nur dein Laptop. Wo müssen wir denn da lang? Bist du gar nicht. Ja, das ist richtig. Ich hab schon weiter. Geht das denn hier nicht, den verdingst du. Schutzschild. Andere sind andere. Okay. EMP, danach hast du den Enterhaken. Ich seh dich da, Leute. Das ist, ja, das Schutzschild. Ölwerfer. Ah, ich guck nicht, weil ich gucke, was du auswählst, und dann, naja, egal. So, wo bist du denn? Ich jedenfalls sehe schon mal, dass du hier gewesen bist. Hier war ein Salatölwerfer unterwegs, ich hoffe. Salatölwerfer. So. Kannst du nicht mal schneller fahren? Wärst du so eine langsame Oma? Da fahr ja ich mit meinem Geld schneller. So, ich komme, ne? Wo sind die Linien hier? Welche Linien? Wo man fahren? Du hast auf der Map das alles. Die Ideallinie zeigen dir das nur in der Kurve an. So, jetzt komme ich. Freund, der kommt. Arschloch. Scheiß LKW-Fahrer, die achten auch nie auf unsere Linkbahn hier. Dieser Schweizer-Gelände-Bahn. Bin doch also hier die Schweizer. In den Alpen hat nicht gesagt, dass die Schweizer sind. Doch, die können auch kein Auto fahren. Scheiß Bus, sag ich doch, das stimmt schon, dämlicher Busfahrer hier. Du bist Busfahrer? Ich bin kein Busfahrer. So ein Arsch. Nur weil ich mal als EMP einsetze und dann du auf dem zweiten Platz bist. Ja. Nur weil es einfach nicht kann. Ja, okay. So. Die Entscheidung. Die Entscheidung. Dann zeig's mal. Wenn du mich gerade erfasst, du mich einfach Schutzschild, das kann ich ja schön sehen, wenn du es dann machst, gell? Du musst aber erstmal näher rankommen und die richtige Strecke wählen, dann klappt das auch. Ach, ich hab sogar Blaulicht. Ja. Was du wieder mit dem armen LKW gemacht hast. Wenn der auch auf meiner Spur fährt, ich sollte eigentlich die ganze Straße reserviert sein, gell? Damit ja wirklich gar nichts passiert. Ist ja wirklich das recht. Ja. Na guck mal, ja alles. Ich muss gleich eigentlich anhalten. Ja. Ich bin ja im Dienst der Wissenschaft. Ja, du willst das Spiel im Dienst der Wissenschaft hier anschauen. Weil der Wiff wusste dir das. Nüsse, ja Nüsse, ja sind ja Schinder, ja wenn man sie lutscht. Das hast du alles von dem Sascha Grammel, ja genau. Ja, ich mach Fleischwerbung. Beziehungsweise von dem Burger, der halt da in seiner Show geredet hat. Echt? Ja. Hotel Sonnenschein. Du bist ein Sonnenschein. Och, das geht so zwei Runden lang. Ich scheint die Sonne rein. Ey, Horst, du bist ein Sonnenschein. Da klopft man alles auf in die Tonne rein. Du bist ein Sonnenschein. Sonnenschein, ein Sonnenschein. Ich will einer weiße Bescheid. Wo bist du? Oha, das geht zwei Runden lang. Nee, Freunde, das ist nicht zu lang. Lass einfach, wer zuerst die erste Runde beendet hat, okay? Ja, klar, da
ja, wie. Dann können wir danach noch eine andere Rennstrecke fahren. Du bist ein Sonnenschein-Scheißer! Das ging auch schon in der Kommentar, ja. Oder was? Kann ja nicht die Krankenwagen schrotten. Gibt's eigentlich wieder Krankenwagen? Hab ich noch gar nicht so geguckt. Ja, steht einfach. Ja, es gibt ja eigentlich die gleichen Fahrzeuge wie davor. Scheiße! Auch trifft die Scheiße hier an. Guck dir mal dieses stylische Schutzschild an. Blaue Leuchten. Gell? Sieht das aus. Unter der LKW. Ein Schutzschild ist gerade davor kaputt gegangen. Ja, wunderbar, gell? Warum hast du ein Schutzschild? Ich sah aus Versehen, ich habe einfach mal auf die Feuertaste gedrückt und dann, ja, das Schutzschild ausgewählt. Leg dir mal kurz eine Straßensperre hin. Nagelbänder, Straßensperre. Ja. Straßensperre wünsche ich auch lustig, wenn man hier Straßensperre setzen könnte. Mal ein bisschen Öl auf der Straße verteilen, aber nicht der Mensch. Freunde, jetzt sag mal, der spielt unfair. Da krieg ich noch einmal einen Kommentar, der spielt voll komisch, ja. Scheiße, die Frage. Ja, du oder ich spiel komisch. Ja, du spielst. Ja. Guck mal, du kannst es doch selber auch benutzen. Ja, wo da vorm Tunnel liegt da hinten. Wo soll ich denn da ausweichen? Blöd, Mann. Was Blödbombe hier. Seilbahn, kann man da Band springen? Und dann runterfahren im Auto. Ich glaube, da bist du langsamer als mit dem Auto unterwegs. Ja. Ach, da ist ja so ein Krankenwagen. Und, oh, der arme Krankenwagen, jetzt habe ich ihn gerammt. Jetzt kann er den Verletzten ja nicht mehr holen. Ja, der kann mich gleich abholen. Logisches Spiel. Tot wäre ich ja. Endlich tot. Ich habe das in Erfahrung gelernt. Ja, Freunde, ich habe das in Erfahrung gelernt. Ich wäre das Ziel und... Ja, ich bin zuerst durch. Egal, wir beenden das jetzt normalerweise, wenn man hier nicht beendet. Oder wir beenden das jetzt, oder? Ich kann überhaupt nicht mehr hier wie. Ja. Naja, fahr mal zu Ende. Mal gucken, wie du fährst. Kann ich mich mal auf dich konzentrieren? Kann man gucken, wie du das hier meisterst? Guck mal, wie du... Ich meister. Scheiß meister. Ich freue mich, ist rot. Ich bin frei. Jetzt fahr, du kannst einfach das blaue Licht anmachen. Das hast du schon wieder kaputt gemacht. Jetzt hab ich mich gesehen. Ah ja, ich würde auf jeden Fall keiner bei der Polizei anschauen, weil es vielleicht das Blaulicht kaputt macht. Na, da könntest du auch nicht mehr gut durch den Verkehr durchkommen. Und der zweite ist im Ziel, ja. Ja, fahr noch schön in den Krankenwagen rein und dann in die Tonne abfüllen. Warte, jetzt muss ich nochmal Nagelbänder legen. Oh toll, wenn ich jetzt zurückfahren würde, würde ich über meine eigenen Nagel... Sind die schon ausgeklappt? Jetzt sind sie ausgeklappt. Na gut, okay. Das war das Rennen. Oh, ja, gell. Das war etwas anstrengend, etwas lang. Wir machen nochmal ein... Guck nochmal, was du da rausgewählt hast! Oh, Riesenteil. Ja. Staudamm. Offroad an der Rad, nee, wir machen jetzt nochmal Autobahn. Die Werf, Landstraßen mit Sprung. Immer diese ewige Aussprache. Grau. Da Landstraßen mit Sprung haben wir halt nur eine Runde. Ja. So. Oh, nein, nicht bereit. Halt. Halt, nein, ich muss nochmal abbrechen. Nee, das geht nicht mehr. Ich ah doch, okay, es passt doch, ich hab's hingekriegt. Nein! So, was nehmen wir für ein Auto? Ich nehme nochmal ein Polizeiauto. Oder nehmen wir einfach nur einen Supersportwagen und nehmen wir Polizei. Nee, ja. Ich nehme jetzt einen Polizeifahrzeug, ja. Den hier. Ach, das ist so normal. Nee, dann nehme ich Sportwagen kurz. Nein, okay, dann nehme ich auch so einen. Dann nehme ich eine Abrevia, okay? Ja. Ich nehme eigentlich... Opel, Insignia, ja, Opel Insignia und ich bin der Mercedes. Mercedes E320. Nein, Mercedes C. Klasse. Na gut. Geld stimmt so. So. Du weißt jetzt auch, wie das geht, ne? Mit dem Spiel hier alles so. Ja. Ja? Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt rein. Ja, gell, hoffentlich. Ich hoffe, steig hier auf. Wo sind eigentlich meine Bienen hier? Ich habe noch ja keine Bienen gehabt hier heute in meinem Spiel. Heiße Bienen, ich hoffe, steig. Mhm. Eine Loch habe ich probiert, hat aber nicht geklappt. Ja, komm, bei dir ist gleich das Auto kaputt. Scheiße, ich meine. Mach mal das Loch ab. Guck mal, warum hast du jetzt schon eine Beschleunigung? Du fährst Opel, hallo, was willst du? Ja, und geschrottet. Ich komm schon noch, so. Oh! Freunde! Ach, war das jetzt die Tür auf? Das war, da war das Ding so oben und dann, ja. Gut, ne? Gut. Toll, ich kriege voll gegen den Pfeiler, ja. Ich dachte, wir wären hier unten. Weit! Ach, du liebe Kleine. Musst du hier so kommen. Hätten wir auch noch aufpassen, wenn wir hier gefahren. Blaulicht geht, glaube ich, extrem. Du hast M gedrückt für die Karte. Ich hab ja nicht. Natürlich, sonst wäre die Karte ja nicht aufgegangen. Das geht ja nicht einfach so.
bist du denn? Weg von der Mattscheibe. Röhrenbildschirm hat er hier. Hab ich gar nicht, das ist ein Flachbildschirm. Ein Röhrenbildschirm. Das ist gar kein Röhrenbildschirm. Meiner ist dünner. Ich hab ja, beim Laptop ist es dünner, ja. Oh, da vorne ist irgendwas passiert. Ah ja, da warst du. Ja, da bist du ja sogar. Ja. Dann nutze ich auch gleich mal den Enterhaken ein. So, danke, dass du gleich mal Beschleunigungsschub und du stehst. Wow, und da eine Krankenwagen. Ah ja, 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 arme Krankenwagen. Radschaden repariert. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Der fährt über die Nagelbänder drüber. Wäre schon so langsam, müsst ihr doch sehen. Naja, schön, dass es diese Waffen gibt, gell? Es macht schon Spaß mit den Waffen. Tut's nicht, ich weiß nicht, ich komme hier nicht dran. Du hast das viel einfacher, bei dir musst du einfach nur eine Tasche drücken. Du willst doch nicht mit dem Joystick fahren, weil es so un... weil es so, keine Ahnung... Du willst doch immer mit dem Joystick fahren. Ja, weil ich denke, dass du das nicht kriegst. Ich kann das wohl. Du bist doch nie mit dem Joystick fahren. Arschloch, können die nicht mal fahren, wo die sollen? Ach, du Scheiße, ja. Ja, fährst du ja auch, fährst du da, wo du willst? Ich fahr da, wo ich will. So, einmal rechts. So ein blödes Arschloch, hier habt ihr dann den Wegpfeil. Jetzt werde ich auch nicht über diese künstlichen Intelligenzen, die hier gar keine, da nicht so intelligent sind. Ich weiß gar nicht, wieso die überhaupt Intelligenz heißen, aber okay. Wer war jetzt intelligent? Nein, das sind alles künstliche Intelligenzen. Ja. KI steht für künstliche Intelligenz, die hier fahren. Das sind alles KI-Fahrzeuge. Ja, aber ich weiß gar nicht, wieso einfach nicht nur künstliche KF, künstliche Fahrer heißen oder so. Warum kann ich nicht kaufen, künstliche Vollidioten? Wieso geht das Blaulicht denn jetzt schon wieder nicht? Was habe ich jetzt schon wieder zerstört? Ja, alles. Wahrscheinlich ist deine Batterie kaputt. Komm mal, Freunde, das ist doch unfair, ja? Ich krieg hier überhaupt keine Beschleunigung und der da vorne, der zieht mich hier eiskalt ab. Du kannst ja auch deinen Wagen reparieren, du hast ja auch so eine Reparierwaffe. Waffe. Guck mal, ich bin... Oh, wie nee, du auch fährst. Ich bremse. Du musst fahren und gleichzeitig auf die Strecke dich konzentrieren. Ja, das mach ich. Ja. Das macht auf jeden Fall schon mal sehr gut. Scheiß mal, was gut. Jetzt hör auf mich anzulegen, okay? Jetzt geht's schon hier, dann fährt er nämlich hier... Nein, das machst du nicht! Ne? So, ich zieh mal schön davon. Oh, Freunde, jetzt kommt ja was. Was kommt denn? Ich muss schließen. Na, dann lass es raus. Das kommt doch nicht. Na, dann ist ja gut. Sonst wäre das Headset ja noch voll. Ja, beziehungsweise das Mikrofon. Ja, alles okay? So weit, ja, ja, ja. Das ist ja gut. Aber ein wenig Schluck könnt ihr mal in die Beschreibung schreiben. Ja. Soll ich euch in die Beschreibung schreiben? Horst hatte Schnupfen. Nee. Was dann? Ich krieg hier Kreislauf. Er hatte Kreislauf, weil er... Also nicht auf der Straße. Man merkt, dass du Kreislauf hast an deiner Fahrweise. Ich habe Kreislauf gemacht. Mal. Guck mal, ich auf das falsche Bildschirm. Ich hab nochmal... So, dann gucken wir dir noch mal schön zu, wie du hier ins Ziel fährst. Mit deinem schönen Polizeiauto. Fällt mir ganz gut. Ich hab hier überhaupt nicht mehr, ja. Was machst du denn? Das... Nein, das andere... Geh mal ganz nach hinten, das ist reparieren. Ganz links. Nein, was machst du schon still denn hier? Vor was willst du dich denn jetzt schützen? Von hier. Hä, was mach ich denn? Stehen. Hier, warte, ich zeig dir Finger nur... weg von meiner Ohr! Ich zeig dir nur, wie du das... Nee. So, jetzt. Guck mal, deine Böse blinkt. So, jetzt fahr ins Spiel los. Jetzt ist irgendwas Lustiges, aber keine Ahnung, was er meint. So, okay, ins Ziel, jetzt ist gut, Captain Kirkland, ins Ziel, wunderbar. Verdammt! Verdammt, was verdammt? Viel zu langsam. Ja. So, weiter speichern. Das war es vom ersten Teil von Let's Play. Na gut, ist eigentlich nicht der erste Teil, aber der erste Teil beim neuen Alarm Cobra 11 Undercover. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es werden wahrscheinlich noch ein paar Folgen, paar Teile folgen. Und ja, dauert aber ein bisschen, aber mal gucken. Vielleicht können wir heute noch einen nächsten aufnehmen. Und ja.
Ich sage tschüss. Bis zu einem meinen nächsten Video. Euer Alleingamer 1, ja. Was? Willst du auch noch tschüss sagen, soll ich einfach beenden? Und ich beende einfach. Nein, ich gehe jetzt, ja. Tschüss. Tschüss, Freunde. Ich habe heute nur Scheiße gelabert. Ich weiß. Da, ja, da. Schreibt was in die Kommentare. Tschüss.